Quarterback-Shootingstar Patrick Mahomes hat seinen Höhenflug mit den Kansas City Chiefs fortgesetzt. Das Überraschungsteam feierte beim 30:20 gegen die Denver Broncos den 7. Sieg im 8. Spiel. Der 23-jährige Spielmacher lieferte zum wiederholten Mal eine Gala ab. 4 Touchdown-Pässe und 303 erworfene Yards standen am Ende zu Buche. Mit insgesamt 22 Touchdown-Pässen in dieser Saison führt Mahomes die Liga an. Die Talfahrt der Jacksonville Jaguars geht indes weiter. Am 8. Spieltag unterlag das als Geheimfavorit in die Saison gestartete Teams aus Florida Super Bowl-Champion Philadelphia Eagles im Londoner Wembley Stadion mit 18:24 Anzeige, jetzt aktuelle NFL-Trikots sichern. Hier geht es zum Shop-Match-Winner für die Eagles, war Quarterback Carson Wentz, der 3 unterschiedliche Passempfänger in der Endzone der Jaguars fand. Insgesamt waren 21 der 30 Pässe, 262 Yards des Nummer-2 Picks des Jahres 2016 erfolgreich. Die Eagles glichen durch den Erfolg ihre Bilanz auf 4 Siege bei 4 Niederlagen aus. Die Jaguars verloren ihre letzten 4 Spiele in Folge und stehen nun bei 3 Siegen und 5 Niederlagen. Die NFL-Tabellen, zudem versetzten die 4 am Samstag wegen geprellter Zeche in einem Nachtclub verhafteten Gags-Profis dem Image des Teams einen empfindlichen Kratzer. Die Jacks sind so etwas wie Londons Team, da sie aktuell jedes Jahr mindestens ein Spiel in der englischen Metropole bestreiten. Anzeige, die NFL bei der ZN. Jetzt kostenlosen Testmonat sichern, Fitzpatrick ersetzt Winston bei den Tampa Bay Buccaneers, brachte der 8. Spieltag bereits den 2. Wechsel auf der Quarterback-Position. Nachdem Ryan Fitzpatrick nach einem umjubelten Saisonstart in Woche 4 für Jameis Winston Platz hatte machen müssen, kehrte Fitzmagic gegen die Cincinnati Bengals wieder zurück. Winston hatte sich zuvor sage und schreibe 4 Interceptions geleistet. Die Bucks lagen bei Fitzpatricks Einwechslung schon nahezu aussichtslos mit 16:34 zurück. Doch der erfahrene Spielmacher schlug gleich ein, durch einen 72-Yard-Touchdown-Pass auf Mike Evans brachte der 35-Jährige sein Team wieder in Schlagdistanz. Ein weiterer Touchdown-Pass mit anschließender 2-Point-Conversion brachte den Bucks eine Minute vor dem Ende der regulären Spielzeit den Ausgleich. Einen solider letzter Drive von Bengals QB Andy Dalton, an dessen Ende Kicker Randy Bullock ein 44-Yard-Field-Goal verwandelte, vermieste Fitzmagic aber das Happy End. twitter.com/rapsheet/status/1056646607823217459 Peterson überragt für Redskins ungefährdete Siege fuhren die Chicago Bears, Seattle Seahawks, Washington Redskins, Pittsburgh Steelers und Carolina Panthers ein. Beim Team aus der US-Hauptstadt überragte Routinier Adrian Peterson mit 2 Touchdowns und 149 erlaufenen Yards. Auch die Steelers und die Panthers konnten sich auf ihre Running Backs James Conner und Christian McCaffrey verlassen, die ihren Teams jeweils 2 Touchdowns einbrachten. Big Ben Roethlisberger fand beim ungefährdeten 33:18 Sieg gegen die Browns dazu zweimal Superstar Antonio Brown in der Endzone. Die Partien des 8. Spieltags in der Übersicht. Freitags 26. Houston Texans, Miami Dolphins 42:23 Sonntag 28. Oktober. Jacksonville Jaguars, Philadelphia Eagles 18:24 Chicago Bears, New York Jets 24:10 Cincinnati Bengals, Tampa Bay Buccaneers 37:34 Detroit Lions, Seattle Seahawks 28:14 Kansas City Chiefs, Denver Broncos 30:23 New York Giants, Washington Redskins 13:20 Pittsburgh Steelers, Cleveland Browns 33:18 Carolina Panthers, Baltimore Ravens 36:21.